Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Radio Rheinwelle. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie auf dem Wiesbadener Bürgerradio auf www.radio-rheinwelle.de oder in Wiesbaden auf 92,5 MHz UKW. Sie hören jetzt bis 18 Uhr eine Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs Wiesbaden. Mein Name ist Michael Forsbohm. Wir senden gegen den Strom. Dieses Motto von Radio Rheinwelle greifen wir auch in dieser Sendung auf. Unser Thema heute: Militärstandort Wiesbaden. Update 2022. Wir knüpfen an eine frühere Sendung vom April 2020 mit dem gleichen Titel an, in dessen Mittelpunkt ein Interview mit dem Stadtverordneten Hartmut Bohrer stand. Damals und auch heute ist hierbei von zentraler Bedeutung, dass Wiesbaden seit 2011 Standort des Headquarter der US Army für Europa und Afrika ist. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt richtete die US Army zwei neue Einheiten in Mainz-Kastell ein. Darüber spreche ich jetzt mit der Historikerin und Verlegerin Brigitte Forsbohm. Sie ist Stadtverordnete der Linken seit 2016 und seit 2021 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ja, Brigitte Forsbohm, Sie haben im vergangenen Jahr Fragen zu diesem Thema an den Magistrat gerichtet und Antworten von dem Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende erhalten. Ich darf Ihnen diese Fragen hier noch einmal stellen. Welche neuen Einheiten der US Army wurden im vergangenen Jahr in Mainz-Kastell stationiert? Ja, also man muss korrekt sagen, es wurde bestätigt, dass also am 8. November 2021 das 56. Artilleriekommando mit dem Sitz in Mainz-Kastell reaktiviert worden ist. Das ist kein ganz neues Kommando. Dieses Kommando ist schon von 1986 bis 1991 als Pershing Headquarter im aktiven Dienst in Europa stationiert gewesen. Nach der Unterzeichnung des Vertrags über die Abrüstung nuklearer Mittelstreckenraketen ist das außer Kraft gesetzt worden. Und es ist natürlich beunruhigend zu hören, dass ein solches Kommando, das im Grunde genommen im Zuge einer gewissen Beruhigung der Verhältnisse zwischen Ost und West nach 1991 nun wieder reaktiviert wird. Ja, welche Aufgaben nimmt denn dieses 56. Artilleriekommando wahr? Ja, also wie das Wort schon sagt, das ist also eine Kommandoeinheit. Also das heißt, dass in Mainz-Kastell die Einheit sitzt, die darüber eben entscheidet, was geschieht, ja, mit diesen Mittelstreckenwaffen, für die dieses Kommando im Grunde genommen eingerichtet ist. Mhm. Nun habe ich in der Zeitung gelesen und auch in der Pressemitteilung Ihrer Fraktion, dass da noch ein zweites Kommando oder eine zweite Einheit eingerichtet wurde, die Second Multidomain Task Force. Was sollen wir uns denn darunter vorstellen? Ja, das ist eben schwer zu sagen. Die ist auch in Erbenheim eingerichtet worden. Dazu sind die Verantwortlichen der US Army nicht befugt, irgendwelche Auskünfte zu erteilen, auch nicht dem Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden. Es gibt eine allgemeine Aussage, dass es sich hier um Unterstützungseinheiten der US- bzw. der multinationalen Landstreitkräfte für strategische Planungen handelt, was immer man sich da nun drunter vorstellt. Aber entscheidend ist, dass doch damit zwei Einheiten
zwei Einrichtungen der US-Armee von großer militärstrategischer Bedeutung hier in Kastell und in Erbenheim, also praktisch auf dem Gebiet der Stadt Wiesbaden, eben stationiert sind. Ja, noch eine Frage. Stimmt es, dass Hyperschallraketen vom Typ Dark Eagle in Mainz-Kastell stationiert werden sollen? Also das ist eindeutig dementiert worden. Also nicht den, ich denke auch, das ist auch ganz plausibel, weil in Mainz-Kastell da nicht unbedingt die entsprechenden Einrichtungen vorhanden sind. Und das ist aber nach meiner Auffassung das kein Grund zur Beruhigung, weil eben diese Raketen können auch woanders stationiert werden, zum Beispiel in der Pfalz, wo ja eben große Militärlager der US-Armee vorhanden sind. Diese Raketen werden auch heute auf fahrbare Untersätze gesetzt. Die sind also mobil, die kann man hinfahren, wo man will. Und die sind eben trotzdem eine große, das ist eine gewisse Gefahr, ja. Und die Kommandoeinheiten sind eben hier in Wiesbaden für diese Raketen, die auch möglicherweise woanders stationiert werden. Und es ist bekannt, dass eben die USA an der Entwicklung einer neuen Generation von Hyperschallraketen arbeitet. Und das sind Mittelstreckenwaffen, die ja außerhalb Europas gar keinen Sinn machen. Und das bestätigt zum Beispiel auch der Verteidigungsexperte Marco Oberhaus vom Institut für internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Herzlichen Dank, Brigitte Forsboom, für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Radio Rheinwelle eingeschaltet. Sie hören die Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs Wiesbaden mit Michael Forsboom im Studio. Unser Thema heute ist Militärstandort Wiesbaden, Update 2022. Am Telefon begrüße ich jetzt den Ortsvorsteher von Mainz-Kastell und Stadtverordneten der Linken im Wiesbadener Rathaus, Hartmut Bohrer. Der frühere Schulpsychologe und Lehrer für Geschichte und Politik widmete sich ab 1985 als Ortsbeiratsmitglied und nun auch als Ortsvorsteher in Mainz-Kastell den in seinem Heimatort stationierten Einheiten der US Army. Als Stadtverordneter verfolgte er seit 2001 Schritt für Schritt mit, wie der Stützpunkt der US Army zum europäischen Hauptquartier mit globaler Reichweite ausgebaut wurde und in den letzten Jahren weiterentwickelt wird. Guten Abend, Herr Bohrer. Guten Abend, Herr Forsboom. Herr Bohrer, nur wenige kennen Wiesbaden als Militärstandort so gut wie Sie. Kann Mainz-Kastell, kann Wiesbaden denn nicht eigentlich stolz darauf sein, dass es in Militärkreisen weltweit jetzt als Headquarter der US Army für Europa und Afrika weltbekannt ist? Naja, also die Hessenschau hat am Januar einen sehr interessanten Beitrag gebracht unter der Überschrift „Der Kalte Krieg kehrt zurück nach Wiesbaden". Also das ist ja nun wahrlich kein Grund zur Freude, wenn wir Erwähnung finden, mittlerweile weltweit als Militärstandort, auch in Mainz-Kastell, weil der Kalte Krieg zu uns zurückkehrt. Und in diesem Zusammenhang auch die Sprache davon ist, dass Mittelstreckenraketen, Hyperschallwaffen möglicherweise auch in Mainz-Kastell stationiert werden, zumindest von Mainz-Kastell aus kommandiert werden sollen. Darüber kann man sich ja eigentlich nicht freuen. Ja, ich möchte Ihnen auch ein paar Fragen stellen zu den neuen Einheiten der US Army in Mainz-Kastell. Wir hatten schon von Frau Forsboom gehört, das handelt sich da um das 56. Artillery Command und die 2nd Multidomain Task Force
Wie viele Soldatinnen und Soldaten, einschließlich ihrer Familienangehörigen, wurden denn im vergangenen Herbst nach Mainz-Kastell verlegt und wo wohnen sie? Die Sprache war davon in den Erklärungen der Pressemitteilungen im letzten Jahr, dass 500 Soldaten zusätzlich nach Wiesbaden verlegt werden, 750 Angehörige und auch einige deutsche Beschäftigte, die für diese Einheiten tätig sind. Das ist das Einzige, was offiziell mitgeteilt wurde. Die Informationen sind sehr bruchstückhaft. Erwartet man auch nicht anders bei militärischen Aktionen. Aber einige Informationen haben wir schon. Und es ist schon bemerkenswert, wie auch in verschiedenen Medienberichterstattungen und offiziellen Erklärungen wiederum auch das, was da passiert ist, heruntergeredet wird oder auch Falschinformationen gegeben werden. Also da müsste ich als erstes mal etwas richtigstellen im Hinblick auf die Erklärung des Bundesverteidigungsministeriums. Da hat ja der Oberbürgermeister Mende angefragt, wir hatten ja als linke Stadtverordnetenfraktion, Frau Forsbum hatte eine Anfrage dazu gestartet und die auch der Herr Obermeister nicht beantworten konnte und sich dann an das Bundesverteidigungsministerium gewandt hat. Und er hat eine sehr dünne, dürftige Antwort von wenigen Sätzen bekommen, in dem dann beruhigend erklärt wird, es wäre nicht daran gedacht, dass Langstreckenraketen in Wiesbaden oder in Mainz-Kastell stationiert werden. Das war auch gar nicht das Thema. Die Informationen der US Army selbst, die kann man nachlesen auf deren Internetseiten, beziehen sich darauf, dass hier zwei Einheiten stationiert werden. Sie haben die beiden erwähnt und diese beiden Einheiten auch jetzt nicht plötzlich stationiert werden oder wurden, muss man sagen. Die eine ist ja im September gekommen, diese Second Multi-Domain Task Force, die andere im November. Das sind Einheiten, deren Stationierung Wiesbaden lange vorher geplant waren. In den Webseiten der US-Armee wird ausdrücklich gedankt seitens des einen Kommandierenden, das ist der Herr Byron, bei der Second Multi-Domain Task Force, bedankt er sich hier bei dem Headquarter über die Vorbereitungen, die bereits zurückgehen auf das Jahr 2020 und diese Reaktivierung des 56. Artilleriekommandos, die hat sogar noch länger gedauert. Da wird dem Herrn Maranian, das ist der entsprechende Kommandierende dieser Einheit, dem wird gedankt für die zweijährige Vorbereitung. Also die Planungen dieser beiden Einheiten, Inbetriebnahme, Verlegung, die gehen zurück auf die Trump-Ära. Und daran wird auch deutlich, dass es jetzt weniger was zu tun hat, welcher Präsident an der Spitze der USA steht, sondern dass das längerfristige strategische Planungen sind, die auch jetzt keine Antwort sind auf die aktuelle Erhöhung der Präsenz russischer Truppen an den Außengrenzen Russlands, sondern dass es eben Dinge sind, die viel länger geplant sind schon und natürlich einzuordnen sind in eine Ostverschiebung der NATO und der militärischen Aktivitäten der USA, obwohl das ja seinerseits da in dem NATO-Ostland-Act 1997 versichert wurde, nach dem Zerfall des Warschauer Vertrags, dieser Vertragsorganisation oder auch Warschauer Pakt genannt, dass die NATO darauf verzichtet, auf eine dauerhafte Stationierung von Militär in den ehemals dem Ostblock angehörigen Staaten. Daran wird sich schon seit Jahren nicht gehalten mehr, sondern man rückt weiter vor, auch mit Einheiten, die längerfristig stationiert sind. Und nun haben wir eine Situation, die man durchaus vergleichen kann mit zwei Situationen im Kalten Krieg, nämlich mit der Kuba-Krise, das hat jetzt die russische Regierung gemacht, oder auch mit den Situationen um die geplanten Stationierungen der Pershings und der Cruise Missiles
Ende der 80er Jahre, dass nämlich die NATO, also die USA vor allen Dingen, wieder nach einer Möglichkeit strebt, dass sie von fremdem Territorium aus mit Raketen Moskau, das Zentrum des vermeintlichen Gegners und Feindes, erreichen kann. Das war ja damals auch so in der Kuba-Krise, die geplanten Stationierungen in der Türkei von Mittelstreckenwaffen. Und ja, die Sowjetunion nichts Besseres zu tun hatte, als ähnlich zu reagieren, dann eben auf Kuba entsprechende Waffen zu stationieren. Und dasselbe Spielchen haben wir nochmal gehabt, Spielchen in Anführungsstrichen, zynisch, Ende der 80er Jahre, als dann eben hier in Europa eben Mittelstreckenwaffen stationiert werden sollten, die eben in der Lage sind, durch Erstschläge Moskau zu erreichen. Und ja, mühsam ist man davon weggekommen, indem man diesen Mittelstreckenabrüstungsvertrag geschlossen hat. Und diese Abrüstung ist ja auch erfolgt. Wir haben aber leider ein Rollback, dass wir heute wieder die Situation zugespitzt wird und sehr viel Geld auch ausgegeben wird, um diese Waffen da zu entwickeln. In diesem Zusammenhang muss man das sehen. Und da ist es natürlich keineswegs beruhigend, dass keine Langstreckenraketen nach Wiesbadener Kastell bekommen. Es ist beunruhigend genug, dass Steuerkommandos für Mittelstreckenraketen hier stationiert werden. Und wo diese Raketen dann selbst oder diese Waffen selbst stationiert sind, das bleibt völlig offen. In ersten Erklärungen der US-Armee gegenüber der Hessenschau, gegenüber der Presse hieß es, dass derzeit in Kastell da keine Stationierung geplant sind. Jetzt heißt es, dass, ja, dass keine Stationierungen von solchen Waffen geplant sind, wobei die Frau Verteidigungsministerin von Langstreckenwaffen redet, was sowieso niemand behauptet hat. Zeigt auch nur, wie oberflächlich und wenig ernsthaft sich die Bundesregierung auseinandersetzt damit, wenn man noch nicht mal weiß, um welche Raketentyp es geht. Also soweit zu der nicht vorhandenen Freude, dass wir zurückkehren zum Kalten Krieg und hier das europäische Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika und entsprechende Flächen in Mainz-Kastell dort auf einmal Erwähnung finden in den weltweiten Medien. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Radio Rheinwelle eingeschaltet. Sie hören die Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs Wiesbaden. Michael Forsbohm ist am Mikrofon und am Telefon begrüße ich jetzt wieder Hartmut Bohrer, Ortsvorsteher von Mainz-Kastell. Hallo, Herr Bohrer. Hallo. Ja, wir sprachen jetzt schon länger über die neuen Einheiten, die nicht ganz so neuen, wie Sie betonten eben. Die Vorbereitungen laufen schon seit der Trump-Ära, also schon seit 2020 für das eine und seit 2021 für das andere Regiment, die jetzt hier neu angekommen sind. 56. Artilleriekommando und Second Multidomain Task Force. Darf ich fragen, welche zivilen und militärischen Auswirkungen hat die Einrichtung von militärischen Kommandozentralen der US-Army auf Wiesbaden und seine Region? Ja, diese Frage spielte natürlich ganz stark eine Rolle, als um das Jahr 2012 herum, also es war schon kurz vorher, es anstand, dass das Headquarter der US-Armee für Europa verlegt wird von Heidelberg an einen anderen Ort, weil dort eine Expansion geplant war seitens der US-Armee und das stieß auf Widerstand in Heidelberg. Und dann suchte man nach einer Alternative und dann fiel eben der Blick auf Wiesbaden und die damalige Landesregierung und auch die CDU-FDP-Grüne Koalition im Wiesbadener Stadtparlament begrüßten diese Überlegungen, das Hauptquartier nach Wiesbaden zu verlegen, mit der Begründung, dass das sehr vorteilhaft sei für diese Stadt. Obwohl das selbst von den städtischen Ämtern nahezu ausnahmslos als negativ betrachtet wurde für die Entwicklung von Wiesbaden.
natürlich klar ist, dass dann ein weiterer Landschaftsverbrauch diese Verlegung beinhaltete. Und zum Beispiel ein wichtiger stadteigener Betrieb, die Domäne Mechtelshausen, die gehört zur Wiesbadener Jugendwerkstatt, eine Einrichtung, bei der 400 Jugendliche, die Schwierigkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihres nicht vorhandenen Abschlüsse, dort Schulabschlüsse nachholen können und ausgebildet werden in verschiedenen landwirtschaftlichen Berufen, aber auch handwerklichen Berufen. Diese Domäne, ein biologischer landwirtschaftlicher Betrieb, der musste seinerzeit 29 Hektar abgeben an landwirtschaftliche Fläche, die unmittelbar angrenzte an diesen Domänenwirtschaftsgebäude, an die US-Armee, damit eben dieses Gelände in Wiesbaden-Erbenheim, was ja schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besetzt ist durch die US-Armee, damit das ausgeweitet werden kann, um diese neue Funktion des Hauptquartiers der US-Armee für Europa und jetzt seit Kürzem auch für Afrika, um das ja realisieren zu können. Und diese Grundstücke, die also der Domäne weggenommen wurden, die wurden dann kompensiert durch andere landwirtschaftliche Grundflächen, die wiederum landwirtschaftlichen einheimischen Betrieben weggenommen wurden. Da sah man schon gleich am Anfang die Auswirkung auf die regionale Landwirtschaft durch diese Landnahme, gegen die sich auch Wiesbaden und auch der dort betroffene Stadtteil sich gar nicht wehren konnten, weil bei solchen Fragen das die Entscheidung der Bundesregierung ist, ob für Militär Weiderflächen zur Verfügung gestellt werden. Da haben die Kommunen überhaupt keine Rechte, irgendwie gegen vorzugehen. Das müssen sie über sich ergehen lassen. Es ist damals allerdings gesagt worden, man soll sich doch nicht so aufregen, dass dort eben Fläche verloren geht. Es bestünde die Möglichkeit mit der Umstrukturierung, dass andere Militärflächen, die nicht mehr in dem Maße genutzt werden, dass die zurückgegeben werden zur zivilen Nutzung. Und deswegen wurde auch im Jahre 2015 wurde erklärt von der US-Armee, dass sie diese beiden großen Militärflächen, die sie im Stadtteil Mainz-Kastell, ist ja auch ein Stadtteil von Wiesbaden, dass sie die in diesem Stadtteil haben, diese Flächen, dass sie die zurückgeben werden, weil die ja außerhalb liegen und es halt günstiger ist, wenn alle Militärflächen hinter einem gemeinsamen Zaun geschützt sind und auch man nicht irgendwie hin und her fahren muss zwischen verschiedenen Standorten innerhalb der Stadt, da wir sehr viele Staus auch immer haben. Und da war das in Aussicht gestellt, eine Pressemitteilung, die alle erfreut zur Kenntnis genommen haben. Und das ist auch dann in den Folgejahren 2017, 2018 immer wieder in Aussicht gestellt worden, dass bis Ende des Jahres 2022 diese beiden Flächen in Mainz-Kastell zurückgegeben werden. Und alle haben sich darauf gefreut, dass diese Flächen freigegeben werden. Da sind wir nämlich bei der nächsten Folge, dass solche Flächen die Stadtentwicklung stark behindern. Die eine Fläche in Mainz-Kastell umfasst 250.000 Quadratmeter, 25 Hektar, und zwar im Zentrum von Mainz-Kastell. Um diese militärische Einrichtung, Kastell Storage Station, so ist jetzt der militärische Name, um diese Fläche herum befinden sich mehrere Schulen, Kindertagesstätten, Wohnungen und auch einzelne Gewerbebetriebe. Also das wäre für die Entwicklung des Stadtteils Mainz-Kastell sehr gut, wenn diese Fläche eben vom Militär zurückgegeben würde in eine zivile Nutzung, weil sie eben im Grunde das geografische Zentrum jetzt darstellt für Mainz-Kastell und Mainz-Kastell nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg um diese Fläche herum entwickelt wurde, sodass jetzt das Zentrum des Stadtteils ist. Hinzu kommt, dass über die Jahrzehnte der Anwesenheit der US-Armee auf dieser Fläche dieses Gelände großflächig verseucht ist, kontaminiert ist mit Chemikalien, die dort über Jahrzehnte unsachgemäß gelagert wurden,
ins Erdreich eingedrungen sind, auch ins Grundwasser. Und es halt auch unter ökologischen Gesichtspunkten wichtig wäre, endlich mit einer Sanierung des Bodens und des Grundwassers dort zu beginnen und nicht weiter zuzuwarten, wie das Grundwasser diese Gifte, die im Erdreich sind, weiter abträgt. Denn letztlich wird das ja weitergeführt. Das Grundwasser führt schließlich auch zum Rhein, der nicht weit entfernt ist. Und diese Giftstoffe werden dann weiter transportiert und sind somit einer Sanierung überhaupt nicht mehr zugänglich. Jetzt ist genau umgekehrt. Die US-Armee hat Wortbruch begangen und hat erklärt, das wird jetzt nicht mehr so anvisiert mit der Rückgabe bis Ende 2022. Im Gegenteil, wir wissen jetzt ja seit Kurzem, dass diese beiden Einheiten in Mainz-Kastell stationiert werden. Und das heißt also, diese Flächen auch in stärkerem Maß wieder reaktiviert werden. In den letzten Jahren war es da sehr still geworden. Man sieht das ja an, wie wenig Autos auf so einer Fläche parken und welche Gebäude überhaupt noch bei Dunkelheit beleuchtet sind. Es ist aus dem Außenstehenden leicht wahrzunehmen. Und das hat jetzt in letzter Zeit sich wieder geändert und wird sich weiter ändern, wenn dort weitere Einheiten jetzt stationiert sind. Und insofern ist die Suche nach Flächen, die auch bebaut werden können. Es wird ja auch immer wieder gefordert, bauen, 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 neue Wohnungen bauen, dass das nicht dort geschehen kann, auf diesen Flächen, die versiegelt sind oder die kontaminiert sind, die man dabei auch wieder entkontaminieren könnte, sondern stattdessen Landschaftsschutzgebiete wie das Ostfeld in Wiesbaden, wo eben auf 31 Hektar auch Wohnbebauung stattfinden soll. Bis zu 5.700 Wohnungen plant man dort. Dort eben ein Landschaftsschutzgebiet jetzt umgewandelt werden soll in ein Baugebiet. Ziemlich genau die Größe haben diese beiden Militärflächen mitten in Mainz-Kastell. Also auch da könnte man hunderte von Wohnungen bauen auf Flächen, wo man nicht diesen ökologischen Schaden anrichtet. Wir sind hier auf Radio Rheinwelle im Interview mit Hartmut Bohrer, dem Ortsvorsteher von Mainz-Kastell. Herr Bohrer, wie ordnen Sie die Einrichtung von militärischen Kommandozentralen in die gegenwärtige weltpolitische Lage ein? Ja, die weltpolitische Lage muss uns allen Sorge bereiten. Diese Stationierungen fallen jetzt ja in eine Zeit, in der sich der Konflikt zwischen der NATO und Russland immer weiter zuspitzt. Es ist ja deutlich, dass die ukrainische Regierung die Situation dahingehend ausnutzen will, dass sie ihren Forderungen Nachdruck verleiht, dass sie stärker bewaffnet wird. Darum geht ja die Auseinandersetzung jetzt auch innerhalb der NATO. Werden dort Waffen hingeliefert, auch wenn das eigentlich ja den Prinzipien widerspricht, dass die Bundesrepublik nicht in Krisengebieten außerhalb der NATO Waffen liefert, dass dort Waffen hingeliefert werden sollen. Und damit, dass die Gefahr heraufbeschworen wird, dass die ukrainische Regierung entsprechend dann mit diesen Waffen wieder vorgeht, und zwar stärker bewaffnet vorgeht gegen diese beiden autonomen Gebiete, die sich vor einigen Jahren abgespalten haben, zusammen mit der Krim. Und dann wiederum zu befürchten ist, dass Russland dort auch dann diese Gebiete besetzt mit dem Vorwand, Argument, dass sie diesen autonomen Gebieten zu Hilfe kommen müssen, weil dort ja überwiegend russischstämmige Menschen leben, die von Russland in der letzten Zeit im Übrigen mit der russischen Staatsangehörigkeit auch ausgestattet wurden. Von daher sind es Landsleute aus Sicht der Russlands, also zumindest das könnte die Begründung sein, dass dann dort unmittelbar halt ukrainische Truppen und russische Truppen in Kämpfe verwickelt werden, was bislang ja nicht der Fall gewesen ist, sondern es war jetzt hier über Jahre ein Konflikt innerhalb der Ukraine und
Das würde die Situation noch mal verschärfen, weil in so einer aufgeheizten Situation immer wieder jeweils ein Rechtfertigungszwang ist. Und die, ich sag mal, die Falken in den Lagern, die weiter den Konflikt schüren wollen, dann die Argumente erhalten, weil ja die Gegenseite Recht bricht oder Truppen einsetzt, dass man das selbst dann auch in einer Verteidigungssituation sich befindet oder halt Befreundete unterstützen muss. Und so kann das weiter sich eskalieren. Und das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass sowohl die NATO als auch Russland Atommächte sind, ist das eine Situation, die ja die Existenz der Menschheit gefährden kann. Und das ist ja nicht, wir uns nicht einfach darauf verlassen können, dass die atomare Abschreckung schon nicht dazu führen wird, dass irgendeine Seite Atomwaffen einsetzt oder von Atommächten aus Kriege beginnt. Da zeigt doch eigentlich die Geschichte des Kalten Krieges und der über Jahrzehnten, dass dieses System der Abschreckung außerordentlich labil auch gewesen ist. Und wenn man die Kuba-Krise betrachtet oder auch andere Krisen, dass ja da zum Glück sich auch immer wieder Leute verständigt haben, dass das nicht weiter eskaliert. Und die Waffensysteme sind heute so, dass eben in wenigen Minuten der potenzielle Gegner erreicht werden kann. Die Berichterstattung zu dem Stationierung Castell durch die Zeitung Sun, die das ja stärker dazu beigetragen hat, dass sich verbreitet hat, da war ja diese Hyperschallwaffen, um die es geht, bei dem 56. Artilleriekommando, die waren ja da erwähnt, die brauchen von Westeuropa aus 21 Minuten bis Moskau. Und dass solche kurzen Zeiten, und umgekehrt gilt das genauso, da ist kaum denkbar, dass man sich da verständigt, wenn man den Eindruck hat oder dafür Anzeichen gibt, die eine Seite setzt jetzt Waffen ein, da ist keine Kommunikation mehr möglich. Also insofern sind auch die Abwehreinheiten programmiert. Und dann können wir alle nur hoffen, dass da kein technischer Defekt oder Programmierfehler passiert, dass wir da reinschlittern in einen Schlagabtausch von solchen Waffen, die verheerende Wirkungen haben. Und wir hatten auch schon so Vorfälle gehabt, wo irgendwelche Kabel eingeklemmt waren oder irgendetwas passiert ist, wo aber immer noch die Zeit ausgereicht hat, sich mit der Gegenseite auszutauschen, ob das nun tatsächlich hier ein Krieg droht oder nicht. Und das wird angesichts der kürzeren Vorwarnzeiten wird das immer schwieriger. Und man muss ja auch mal deutlich machen, was das bedeutet. Wir alle kennen die Folgen dieser einen einzigen Atombombe über Hiroshima. Würde so eine Atombombe abgeworfen werden über dem europäischen Hauptquartier in Wiesbaden-Erbenheim, dann wären sofort die Hälfte aller Menschen in den Großstädten Wiesbaden und Mainz tot. Also von den rund 500.000 Einwohnern mit Umland sind es 1 Million, wäre die Hälfte sofort tot. Die andere Hälfte würde relativ zeitnah jämmerlich sterben. Eine medizinische Versorgung wäre völlig undenkbar. Noch in Bingen, wenn man sich das so vorstellt, würden die Tankstellen explodieren, wenn über Erbenheim eine Hiroshima-Bombe, sage ich jetzt mal, detonieren würde. Und wir sind jetzt 75 Jahre weiter oder 77 Jahre weiter. Und natürlich haben heute Atomwaffen haben noch ganz andere Dimensionen. Und wenn mehrere tatsächlich zum Einsatz kämen, könnte man sagen, dass weite Teile der Erde unbewohnbar wären und die Zurückgebliebenen auch kaum in der Lage sind, diese Katastrophe zu bewältigen. Wir sehen das, welche Anforderungen die Corona-Pandemie an die Menschheit stellt. Eine Situation nach einem Atomkrieg, das kann man sich nicht vorstellen, welche Situation das für die Menschheit wäre. Also das muss unbedingt verhindert werden und der einzige Weg ist Abrüstung. Und darauf wollte ich jetzt nochmal kommen.
Denn welche Alternative sehen Sie denn zur weiteren Aufrüstung? Ja, und es ist ja gelungen, wie gesagt, Ende der 80er Jahre, Anfang 90er Jahre ist es ja gelungen, dass mehrere Abrüstungsverträge geschlossen wurden für verschiedene Waffensysteme und auch dadurch ungeheure Finanzmittel eingespart wurden, die vorher in die Rüstung gesteckt wurden, eben in zivile Projekte gesteckt werden konnten, in Bildung, Gesundheit und in Infrastruktur etc. Also das ist die einzige Alternative, die es gibt. Und das ist natürlich mit zu verdanken der großen Umwelt- und Friedensbewegung, die es Ende der 80er Jahre gab. Und wir haben ja auch heute wieder Ansätze dazu und das Bewusstsein, dass wir alle auf einer Erde leben und nicht einfach irgendwo ein Teil untergehen kann durch eine Klimakatastrophe oder durch Kriege. Das hat sich, glaube ich, gestärkt. Wir merken das, dass wir viel stärkeren Maße zusammenhängen als Menschen auf dieser Erde und dass wir eben dort friedliche Lösungen und solidarische Lösungen entwickeln müssen. Und deswegen, das ist die Hoffnung, die ich auch habe, dass sich so wie Ende der 80er Jahre jetzt auch wieder eine Friedensbewegung entwickelt, die ein Gegengewicht zu dieser Hochrüstungs- und Aufrüstungspolitik darstellt, die sich in den letzten Jahren da herausbildet und ja, die Planungen da weitergehen in diese Richtung, dass wir das umkehren können wieder, da bin ich doch sehr zuversichtlich. Es ist sicher schwierig, das sieht man ja auch an den beim Klimawandel, dass die Kräfte entsprechend gesammelt werden müssen und dass erstmal die Erkenntnis da sein muss, welcher Bedrohung wir ausgesetzt sind. Es auch von mehr Leute noch gibt, die es leugnen. Und genauso ist es auch bei der Frage der Notwendigkeit der Erhalt des Friedens und der Gefährdung, dass wir da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, Informationsarbeit leisten müssen und dann aber auch aktiv werden müssen, wieder auf die Straße müssen, so wie damals, ich glaube 1 Million waren es dann beim Höhepunkt in Bonn, der großen Demonstration, also dass dann eben entsprechend, es war jedenfalls eine hohe sechsstellige Zahl von Menschen, die ganz Bonn bevölkert haben damals, also dass wir wieder zu solchen Demonstrationen kommen, dass klar wird, dass die Bevölkerung diesen Weg ablehnt und dagegen hält. Sagt Hartmut Bohrer, der Ortsvorsteher von Mainz-Kastell. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, wenn jetzt also nehmen wir mal an, die Hyperschallraketen, die in 20 Minuten Moskau mit Atomsprengköpfen oder anderen schweren Waffen bestückt erreichen könnten, würden jetzt nicht in Wiesbaden stationiert. Schenken wir mal eben den Dementis jetzt mal Glauben. Ob es so kommt, wissen wir nicht. Aber was bedeutet es denn, wenn eine Kommandozentrale wie dieses 56. Artilleriekommando, das über diese Waffen sozusagen den Einsatzbefehl hat, wenn das nach Wiesbaden kommt? Naja, also das glaube ich, braucht man jetzt keine großen militärischen Kenntnisse, dass klar ist, dass der potenzielle Gegner sowohl die Zentrale versucht wird zu bekämpfen, ja, weil die ja dafür sorgt, dass weiterer Einsatz stattfindet und steuert, als auch diese Waffen selbst natürlich, dass sie halt abgefangen werden oder gar nicht aus den Silos kommen oder bei den Waffen, die so konstruiert sind, dass sie mit einer Rakete erstmal in die Atmosphäre geschossen werden und von dort aus dann heruntergleiten. Ja, also dass in jedem Stadium die Möglichkeit gesucht wird, diese Waffe abzufangen. Das heißt, entsprechende Gegenwaffen würden sich sowohl richten gegen die Örtlichkeiten, wo die Raketen sind, und seien sie auf LKWs untergebracht. Es gibt auch solche Waffen, die durch die Gegend gefahren werden können und gar nicht irgendwie fest in einem Silo sind. Also sowohl auf diese Objekte würden eben gegnerische Waffen gerichtet, als natürlich selbstverständlich auch auf die Steuerzentralen. Und das Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika ist natürlich eins der allerersten Ziele in einer Kriegssituation. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer,
Sie hörten Hartmut Bohrer, den Ortsvorsteher von Mainz-Kastell und Stadtverordneten der Linken, seitdem es die Linke gibt, seit 2007 und vorher schon für die linke Liste seit 2001 im Wiesbadener Rathaus. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs auf Radio Rheinwelle geht zu Ende. Im Studio war Michael Forsbohm, am Telefon waren Brigitte Forsbohm und Hartmut Bohrer, beide Stadtverordnete der Linken im Wiesbadener Rathaus.